So, dann machen wir die Musik mal wieder aus und dann geht's weiter mit Rochester, ja, 1215, die nächste Belagerung. Oh Mann, los geht's. In den Jahren vor der Verteidigung von Dover hatte König Johanns Widerstand gegen die Magna Carta England in eine Rebellion gestürzt. In ganz England erhoben sich die Barone gegen ihren König und eroberten bedeutende Städte, darunter auch Rochester. Da Johanns Herrschaft bedroht war, entsandte er Truppen, um Rochester zurückzugewinnen und die Verräter zu fassen. Okay, die Burg in Rochester war in den Händen der Rebellen gefallen. König Johann muss seine eigene Barone belagern. Dürfen wir jetzt endlich mal belagern? Dass mal umgekehrt wäre? Ist wär mal schön. Johanns Männer erreichten mal gute Truppen. Das Umland von Rochester, um die Burg zurückzuerobern und die rebellischen Barone zu vertreiben. Doch Rochester war eine imposante Festung und wachte über die Straße nach London. Die rebellischen Barone waren daher bereit, sie mit ihrem Leben zu verteidigen. Bevor Johanns Männer die Burg zurückerobern konnten, würden sie die eigene Position mit der Eroberung des Dorfes Chatham festigen müssen. Okay. Okay, also dürfen wir jetzt endlich mal belagern. Gott sei Dank. Heilige Stätte. Soll heißen, hier waren Leute geheilt oder wie? Ich gehe mal davon aus. Die Kämpfer des Königs brachten Chatham in ihre Gewalt und begannen mit den Vorbereitungen für eine langwierige Belagerung. Der Bergfried von Rochester wurde von starken steinernen Mauern geschützt. Um sie zu durchbrechen, würde die Armee des Königs mächtige Belagerungswaffen brauchen. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Okay, Ja, das sieht überschaubar aus. Ja, das werden wir niederwalzen. Bisschen geht nicht mehr. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank etwas Zeit. Wollen wir hier die Truppen hinstellen? Hunderten können geheilt werden, wenn sie nicht kämpfen will. Achso, wir haben wieder einen Mönch. Okay. Ach, wir haben sogar zwei. Kannst du... Setzen Sie Heil ein. Und was macht der Mönch, wenn ich zu der heiligen Stätte hinbringe? Alles normal, was hier passiert. Ihr macht hier eine Bergarbeiterstätte. Und Holz reicht mir auch noch. Also wenn es Englisch sein soll, dann ist es echt ein komischer Slang. Was, ob das gut geht? Was denn? Die Belagerung? Ach, bestimmt so gut wie in den letzten Kämpfen. So. Alle nach davor. Was haben wir jetzt hier alles? Wen sind doch, wenn also meinen Marktplatz zu errichten? Ja, später vielleicht. Die Einheiten können ja Belagerungswaffen machen.
meine, das, was die KI kann, kann ich schon lange. König Johanns Streitkräfte wurden von einer Rebellentruppe aus der Burg überfallen. Was? Ach nö! Das heißt, ich werde jetzt hier Dauer angegriffen. Ja, Hauptsache ein Rambock, ne? So, ihr könnt einmal hier bleiben und dann, wenn wir hier sagen, Position halten. Haben wir noch ein Dorfbewohner, der nichts macht? Ja. Ich hätte gerne eine zweite Kaserne. Hier hinten. Hütte nach Mittelrate. Ah, da müssen wir wieder aufsteigen. Okay, wir sind aber schon Stufe 3. Was? Sachen kaputt? Wie kaputt? Überschüssige Rohstoffe? Überhaupt nicht. Auch kein Stein. Ah, der produziert Gold. Okay. Mal alle beide hier auswählen. Hier. Jetzt haben wir zwei, die nichts machen. Ihr gehst auf Gold und der andere, würde ich sagen, macht hier noch Nahrung. Ja, knapp 7000 haben wir da noch. Gut, Einheiten. Was wir jetzt natürlich nicht haben, sind Bogenschützen. Hier. Kann ich die überhaupt bauen? Ach ja, da. Die bauen wir. Ja, bauen wir es einfach mal alles unten hin. Und die sollen dann auch noch da vorne kommen. Und der nächste Angriff. Oh nö. Das kann was werden, ey. Bogenschützen. Machen wir gerade mal die Armbrustschützen hier. Und noch eine dritte Kaserne. Weil wir können. So, alle mal zusammen hier. Und wieder Position halten. Holz haben wir ein bisschen wenig. Wenn der da fertig ist, dann soll er Holz hacken gehen. Du wirst während der Belagerung mehr wieder als die Burg. Ja, schon irgendwo. Ich hab so das Gefühl, der macht hier nichts. Ah doch, jetzt wieder 16 Gold. Ah, weil ich gerade sehe. Wohnhäuser. Wäre noch eine gute Sache.
Und dann werden wir hier noch ein paar Dorfbewohner machen, die hier Steine abbauen, die was wir dann für Geld verkaufen können. Es fehlt an Nahrung. Darf man mal welche. Mehr Nahrung. Rein von der Belagerungswaffe würde ich auf Ramböcke gehen. Die kosten 350 Holz. Vier Leute, die nichts tun. Achso, ja, genau. Bergarbeiterlager. Einmal. Ihr helft's da mal. Und noch einmal Holz. Cool. Dann haben wir das jetzt auch. Du kannst hier auch nochmal zu die Steine hier kommen. Vier, sieben. Wir könnten uns noch ein bisschen Holz kaufen. Was? Nein, jetzt kommen die von da unten. Was ist denn das hier? Nee. Na, ihr macht es hier bestimmt nicht kaputt. Alter, ich will hier belagern. Ach Mann. Wir brauchen hier wieder das da. Na toll, zwei wieder Dorfbewohner hier. So, scheiße. Können wir hier gerade wieder mal die Leute dazu bringen, hier zu arbeiten. So, Belagerungswaffe. Einmal. Zweimal. Und dann gehen wir mal nach oben. Ah, währenddessen werde ich mal speichern, für den Fall, dass das ein Fehler ist. Ein Dorfbewohner bräuchte man vielleicht noch. Kann er jetzt vermutlich nicht produzieren. Ja, genau. Könnt ihr da mal helfen, damit das hier schneller geht? So, der wird jetzt noch ein paar Häuser hier bauen. Komm, macht's mal hier schneller, ich will hier mal angreifen.
Straße, weil ich ja noch hässlich hier. Dann kannst du dann schon mal weiter produzieren. Wenn ich denn Nahrung hätte. So, Nummer 1 ist fertig. Sehr gut. So, los geht's. Ich wette drauf. Ja, da sind sie ja schon. Die Ärsche. Ich wollte gerade sagen, die werden mich angreifen, während ich raufgehe. Okay, als erstes wird der Turm da dran glauben. Oder auch nicht. Da hat's ein paar Leute hier. Ja, ich glaube, das war kackig. Andererseits. Nice. Rochesters äußere Mauern fielen unter dem Ansturm von König Johanns Männern und das Heer wandte sich gegen den Berg. Aber ich glaube, ich mache trotzdem noch meinen Rückzieher hier. Ja, ich mache einen Rückzieher. Ach nö! Aber Gott sei Dank hatte ich hier Truppen. Es fehlt dann... Ja toll, ich habe wieder keine Dorfbewohner mehr. Mann! Noch ein Kaufen. Woher kommen die ständig? Ich dürfte das jetzt halt nicht wieder aufbauen. Also ich wette drauf, also ich hoffe, dass sie es nicht machen. Da, Nahrung sammeln bitte. Solche Ärsche. Hier kommt's klar, oder? Ich brauche mehr Nahrung. Okay, wenn ich dann hier durch bin, dann muss ich hier auch nochmal durch. Und der ist hier fleißig schon produzieren. Wisst ihr was? Wir werden jetzt mal irgendwo in die Richtung reingehen. Ich will wissen, wo die herkommen. Ja, du kannst eigentlich mal da bleiben. What need
Da bitte Nahrung sammeln. So, lauft weiter rein. Oder kommen die über sie? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, da hat's noch mal Gold. Ich glaube, die laufen hier einfach nur über den Wald. Ah, und da jetzt noch Schafe. Die wir uns mit einem Speer holen könnten. Okay, und dann geht's hier mal wieder hierher. Das lange. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir hier einen Wachturm hinbauen. Aber dafür haben wir kein Holz. Holz haben wir also auch nur einen Typen. Ich würde gerne eine Giga-Armee aufbauen. Für hier. Kaufen wir hier mal ein bisschen was wieder. Also die Truppenstärke ist auf alle Fälle noch zu gering. Sehr gut. Mal gemütlich machen. Und man sieht noch ein paar Dorfbewohner fürs Holz. Liebst würde ich hier eine Mauer ziehen. Wobei, das könnte man nicht machen, ne? Oh, ihr seid jetzt arbeitslos. Dann baut's mal hier so ein Teil. Holzproduktion wäre halt schon wichtig. Ja, ihr zwei geht's mal auf die Steine. Und jetzt schaue ich einfach mal, kann ich da eine Mauer bauen? Das geht. Aber hier rüber kann ich es nicht bauen. Dann ist es aber ein bisschen sinnlos. Wieso kann ich das hier nicht bauen? Oder wird es hier sowieso blockiert? Ja, dann machen wir das hier einfach dicht. Okay. Hat er gerade Non-Slapping gesagt? So, mehr Stein hier. Und dann kommt es hier nicht mehr durch. Das heißt, die kommen dann automatisch von oben. Hoffentlich. Ja.
Dann bauen wir das hier mal aus. Wo er snappt. Und zwar hier. Ach Leute, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will doch nur in Ruhe vorbereiten, damit ich euch belagern kann. Hast du das nicht verstehen? Nein, nein, nein. Es geht nicht voran hier. Nummer 6-9. Jetzt mal schauen. 27-24. Von der Infanterie. Alle ausgelastet. Das macht natürlich alles hier Sinn. Du kannst jetzt mal hier Holz fällen gehen. Und zwar da. Das nächste, was passieren wird, ist, dass die Leute hier kommen und dann machen sie mir hier die Dorfbewohner kaputt. So wie ich mein Glück kenne. Ich mach mal ganz kurz das Fenster auf. So, ah, wieder da. Bisschen stickige Luft hier. Also, 120 sind wir jetzt. Insgesamt, dann werden wir jetzt nochmal reinlaufen und versuchen zu halten. So, Jungs. Vier untätig auf einmal, was? Wieso? Ah, dann könnt ihr da beim Gold helfen. Und Angriff. Ich hab so das Gefühl, das wird heute noch länger dauern. Holy moly. Wir machen uns platt. Schon wieder. Okay, zurück. Hier zurück. Ach so, ein Shit.
Vielleicht schnellere, kürzere Angriffe? Also immer wieder hinlaufen und wieder zurück, so meine ich. Und ihr müsst euch da mal unbedingt heilen. Ah, Mann. Stein könnte man mal verkaufen. Und alles wieder vom Anfang. Schaut's mit der Heilung aus? Ja, die Bogenschützen werden langsam. Bau mir doch mal. Und schon wieder Angriff. Ah, ihr mich auch, ey. Habe ich keinen Bauplatz mehr. Ja, doch, da hinten. Ganz deiner Meinung. Was auch immer du gesagt hast. Einer untätig. Dann produzierst du bitte Nahrung auf dem Feld da hinten. Dann geht das Ganze hier mal ein bisschen schneller. Und du triffst dich auch hier, bitte. So, wieder einkaufen gehen hier. Die produzieren, der produziert nicht. Ja, okay. Dann warten, bis die fertig sind. Und dann geht's wieder nach vorne. Also weiß ich jetzt schon, dass das nicht reichen wird. Wir müssen ja nur durch eine Mauer durch. Und da brauchen wir noch einen Rambock. Den können wir eigentlich mehr produzieren lassen. So, jetzt sind wir bei 115. Dann schauen wir nochmal bei der Stadt vorbei. Und den lassen wir erstmal bei da hinten. So, ihr kommt auch noch da vorne. Und du bleibst aber hier. Experiment,
So, Formation. Angriffsmarsch. Hier rein. Hier auch. Angriffsmarsch. Hier rein. Und du kommst hierher. Sehr gut, ja, so tun sie jetzt automatisch angreifen. Da hat ein paar mehr Einheiten hier. Ist doch mal gar nicht so schlecht hier. Sehr gut. Okay. Das ist aber ein Nahkampfkämpfer mehr. Das ist schlecht. Okay, wir bleiben aber erstmal hier stehen. Werden wir hier noch Truppen produzieren. Sehr gut. Machen wir einen Fuß in der Stadt. Und die setzen wir auf Position halten, wenn es denn gehen würde. Oh, die haben da Gold. Sehr gut. Hier kommt es auch mal hierher. Und unseren Rambok holen wir auch mal dazu. Und ihr habt ja nichts zu tun hier. Dann macht sie mal Holz. Sehr nice, sehr nice. Ihr könnt euch doch mal das Gold hier holen. Oder ist kein Gold, dann ist das Stein. Aber Gold drin. Okay, Verstärkung bitte.
Scheiße. Zu nah dran. Alle da drin. Okay, strategischer Rückzug. Okay, produzieren wieder bis zum geht nicht mehr. Kaufen wir hier mal wieder Nahrung ein. Schaffen sie es da raus? Na, kommt sie her. Und... ich brauche mal noch ein paar. So, Stein verkaufen bitte. Der hat einfach zu viel Truppen. Aber so weit wäre es nicht mehr. Pferde sind irgendwie sinnbefreit. Die kosten ja nochmal richtig viel. Gehen wir hier nochmal auf Nahrung. Die Frage, wo wir die jetzt hinbauen. Wir können eigentlich hier noch eine Nahrungsproduktion machen. Ist ein bisschen gefährlich. Das werden wir abreißen. Hier, Felder, mach mal. Gut, dann geht das hier mal schneller. Da wollte ich auch noch Felder machen. Machen wir es gerade mal hier nebenan. Gut. Und ihr zwei werdet auch noch Felder machen, bitte. Und dann sind wir hier oben voll. Gut. Aber was mir jetzt gerade auffällt, die Angriffe sind jetzt viel weniger geworden, nachdem wir ihn da geschwächt haben. Ah, wir brauchen noch so einen Rambock. Vielleicht schickt man den gleich schon mal aufs Tor hin, dass es zumindest mal kaputt machen kann. Wisst ihr was, ihr alle da? Könnt sich eigentlich immer hier oben sammeln. Das gleiche auch bei dir. Hier oben. Und die jetzt, lass mich das doch, komm jetzt.
Hier auch, hier oben bitte. Dann brauche ich die dann nicht jedes Mal verschieben. Ja, jetzt geht's aber zackig mit der Nahrung. Jetzt machen wir die 150 voll. Holz haben wir jetzt 4. 23 auf Nahrung. Und einer, der noch nichts macht, das geht ja mal gar nicht. Du kannst hier das Schaf töten. Ich glaube, wenn wir hier so weitermachen, können wir dann da die Mauer machen. 46 Minuten. Arschloch! Wow! Dann auch noch ein Ritter, ey. Wow. Vielleicht mache ich doch einen Pferdestall. Für die berittenen Ritter. Ja, doch, ich mache das. Oder auch nicht. Es kostet Holz. Aber es sollte jetzt langsam mal groß genug sein. Ach, wir brauchen ja sowieso... Wir kaufen jetzt mal Holz ein. Oh, uns geht's Gold aus. Problem. Großes Problem. Sehr großes Problem. Mit dem Gold. Okay, dann müssen wir es jetzt gleich richtig machen. Jetzt sollen wir hier zwei von denen bauen. Weil da müsste ich im schlimmsten Fall Nahrung verkaufen. Genau das, was ich am meisten brauche. Ja, jetzt haben wir das Limit erreicht. Ah, das ist jetzt dämlich. Gut, mehr Truppen werden es nicht. Ach, die nehmen 3 Bevölkerung ein, die Lammböcke. Was kostet ein Haus? 50. Shit, dann wird es nur einer bleiben. Müssen wir... Also das heißt, zerstören sie den Bergfried. Wenn ich damals nicht die Raubböcke dafür brauche. Wir werden jetzt mal bei dem Stand nochmal speichern. Das ist jetzt ein Flugzeug. Kommt bei mir öfter mal vor. Vor allem, wenn das Fenster offen ist. Na dann. Baut es hier noch fertig und dann geht's los. Gut, die sind fertig, weiter geht's.
Und zwar Angriffsmarsch hierhin. Der Arsch! Der wollte mich schon wieder belagern. Das Teil bleibt mal hier. Gut, lauft's mal rein da. Na, tut's es mal ignorieren. Ich möchte, dass sie das Tor da angreift. Oder zuerst. Ah, scheiße. Alter, wie viele Truppen hat der? Da kann ich gerade wieder einen Rückzug machen. Ach man! So eine Scheiße. Vielleicht probieren wir es doch mit den Pferdeeinheiten. 150 Holz. Dann wärst du jetzt mal hier Holzfällerlager hinpflastern. Ach man. Wir könnten nächstes Mal schauen, ob es hier auf der Seite Sachen gibt, was wir hier wegnehmen können. Oh, was ist das? Shit, jetzt bräuchte man so einen Mönch. Das ist doch eine heilige Stätte. Oh, da ist Gold. Und Wölfe, ja toll. Aber immerhin Gold gefunden. Und noch eine heilige Stätte. Die Männer von König Johann erreichten das Kloster St. Margaret. Obwohl die Mönche keine Partei ergriffen, versorgten sie die verwundeten Soldaten. Der örtliche Markt war auch offen für den Handel mit Chatham. Oh, das ist aber gut. Dann könnte man hier Gold produzieren. Ja, dann kommt sie alle mal wieder her. Ja, wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Dann machen wir da mal drei Händler. Ihr... Jetzt Holz hacken. Und einer von euch macht einen Stall. Hierhin.
Sehr gut. Oh, schon wieder Wölfe. Gut. Ah, Spion wäre vielleicht noch was. Ich könnte mir die ganzen Schafe holen. So, einer macht nichts. Das war dann der hier. Mobile Karriere gut zu blühen für Flanke mit voll schwach gegen Nahkampfeinheiten, das meinte ich. Und der Ritter kostet einfach mal 100 Gold. Stark im Nahkampf. Macht der Händler jetzt hier? Ah, der Händler kann mal hier hingehen, weil hier sollte man ja irgendwo handeln können. Noch mal ein paar von denen. Ach so, die produzieren Gold einfach so. Ich hätte echt auf die Heiligen aufpassen sollen. Der Händler geht auch mal hierhin. Und wo kann ich jetzt hier handeln? Ach da. Sehr gut. Und du auch hierhin. Und den schicken wir auch gerade mal nach da hinten. Ein Ritter. Die kosten ja auch Gold. 30. Und die kosten gar nichts. Wasser, Rohstoffe meine ich. Na toll. Ach so kriegen die Geld. Hier unten haben wir Kollegen von denen. Hey Jungs. So die Hälfte von euch. Geht mal hier hin. Das geht ja mal gar nicht. Direkt den Mann hier. Belagerungswaffen bauen wir jetzt auch mal. Und Angriff. Ah, jetzt nimmst du es doch mal hier auf da. Ah, Leute, ich will die Kiste da. Ich will die Kiste da. Mann, komm jetzt. Hallo, Kiste. Dann halt nicht. So, einmal markieren ohne die da. Und dann gehen wir wieder hier rauf. Und wir werden jetzt noch ein paar Häuser bauen, damit wir noch mehr
Soldaten haben. Bauen wir hier hin und hier hin. Und hier hin. Gut, aber die brauchen ja 3 Personen. So, und jetzt bei der... Ach, Leute. Noch so ein, bitte. Ja, und für das habe ich zu wenig Holz. Moment, kurz. Wir können noch mehr Liter machen. Die werden halt dann mal so richtig den Arsch versohlen. Wo ist die eine Person, die gerade nichts tut? Baus Haus da. Bitte, danke. Macht es Sinn, auf die Ritter zu warten? Warum die von Anfang an schon mitnehmen sollen. Und jetzt sage ich mal Einheiten da in die Maschinerie reintun. Hoffentlich ist das kein Fehler. Ich habe nämlich Angst, dass wenn das Teil kaputt geht, dass auch die Leute drin kaputt gehen automatisch. Ein paar von euch noch. Und da sind sie ja schon wieder. Also der hat seine Einheiten auf alle Fälle geupgradet. Von dem Widerstand her, was die leisten. Ah, du warst hier noch ein Stall, bitte. Arsenal haben wir, glaube ich, noch gar keins. Könnte man noch ein paar Sachen verbessern. Nee, spiel ja nicht. Komm, war fertig. Okay, nochmal speichern hier. So, die tun wir jetzt mal probieren auf die 1 und die machen wir auf die 2. Ich wollte jetzt doch nur die haben.
Ja, gut. Egal, gehen wir rein in die Burg. Louis, wie stehen dann? Schön, dass du da warst. Hier, angreifen. Okay, und ihr jetzt das Tor angreifen, bitte. Greift das Tor an, bitte. Oh ja, die Einheiten überleben. Komm, bitte rechts durch. Rechts durch. So ein Shit. Hey, wir sind ja darauf gekommen. Okay, das Tor ist fast im Arsch. Sehr gut. Dann mehr Ritter. Also eine Runde braucht's noch. Das zieht sich aber. Ja, jetzt ist es das Gold, was fehlt. Endlich fiel auch Rochesters innere Mauer, sodass die Was? Königstruppen direkt zum Bergfried vordringen konnten. Wo? Reicht das jetzt hier schon? Ist Abbrand. Okay, dann können wir da reinstürmen. Cool. Ich werde das jetzt alle Namen produzieren. Kann ich jetzt recht gern einen Haufen Ritter. Eine Person, die nichts tut. Dann baust du mir hier noch das da. Entschuldigung.
Also das ist eine 4 minus in der Mission, was ich da fabriziere. Machen wir nochmal zwei Händler. Also wenn ich es jetzt nochmal spielen müsste, dann mache ich es anders. Wenn man nicht vor allem auch die heiligen Städte einnehmen. Jetzt machen wir bei den 200 hier voll. Ach scheiße, du bist ja ein Speer. Abbrechen mit dem Speer. Mit dem Speer kann ich ja gar nichts anfangen. Gut, 143. Wir könnten eigentlich hier schon mal ein bisschen nach vorgehen. Den Bogenschützen haben wir da jetzt. Du gehst wieder aufs Holz. Da machen wir einen Angriffsmarsch nach innen. Was ist das mit den Zuckungen? Das habe ich schon so oft jetzt gesehen. Da machen wir hier nur zwei Händler. Ach, die Händler kosten Gold. Wow. So, noch ein paar Ritter. Ich hoffe, das war's jetzt. Weil jetzt nochmal die ganzen Premium-Soldaten, vor allem die Armbrustschützen. Kapazität reicht, okay. Dann macht man es auf alle Einheiten, weil wir maximal runtergehen können. Vermutlich sind sie eh gerade die letzten hier. Und die noch. Komm jetzt. Okay, nochmal speichern. Und wenn es jetzt heißt, hier ist offen, dann macht man einen Angriffsmarsch hier rein. Das ist ein bisschen langsam, was ihr da macht. Mal schauen, ob sie jetzt wirklich reinkommen. Meine Bogenschützen.
reißt mir hier alles nieder. Ja, das ist schon mal viel besser. Jetzt mal auf die Bogenschützen hier los, bitte. Nice, nice, nice. Ihr greift die mal bitte an. Und ihr den Bergfried. Ich sag, du sollst den Bergfried angreifen. Ja, jetzt endlich. Endlich! Oh, über eine Stunde! Die königliche Armee bezwang den Bergfried von Rochester und kontrollierte damit sowohl die Burg als auch die Straße nach London. Während der Kampf um England weiter tobte, klammerte sich ein verzweifelter König Johann an den Thron. Wow. Ich glaube, ich muss mal ein paar Strategie-Tutorials anschauen, wie das besser geht. Okay. Jetzt gibt es mal wieder ein extra Video. Schauen wir uns das mal kurz an. Ja, ich möchte da mal kurz raus. Wo ist da... Ja, das extra Video schauen wir uns noch an und dann schauen wir mal weiter. People often imagine that castle walls were just left as bare stone, but in fact they weren't. They were plastered, painted and decorated. Die Gewinnung von Farbstoffen im Mittelalter beginnt in einem Steinbruch. This is a sandstone with a really high iron content. In it, we find pockets of ochre. This is iron oxide, like rust, and the ochre is one of the main ingredients in pigment making. Der Ocker wird zuerst zu einem feinen Pulver zermahlen. The finer the particles in paint, the better the paint will be. Dann wird Wasser hinzugefügt. Und die Mixtur gesiebt. This is the exact opposite of making pasta at home. At home, when you sieve your pasta, you then keep it for your meal. Here, what's going to end up in the sieve will be discarding. Benötigt werden die winzigen Partikel, die im Wasser schweben. Once it's dry, it's going to look something like this. You can see that all the water has evaporated, leaving just this very fine crust, which will then be ground into the fine pigment, which is used to make paint. Doch die Farbpalette des Ockers gibt noch mehr her. Wird Ocker erhitzt, geschieht etwas Magisches. Gelber Ocker wird rot. Und wird er noch länger erhitzt, entsteht ein ganzes Farbspektrum. It's been burnt for over 72 hours at 1000 degrees Celsius. And that gives us this incredible purple color. Um das Pigment in Farbe zu verwandeln, wird es mit Ei und Baumharz gebunden. A popular motif in the Middle Ages was the use of stones and roses. That's where you paint on blocks of stone to make it look like you could afford to pay stonemasons to produce dress blocks of stone and then decorate them with five-petaled flowers. Mittelalterliche Burgen waren also keineswegs die düsteren Orte, die wir uns heute vorstellen. Sie waren voller Farbe und Licht. Ja, schön. Schönes Video. Und jetzt schauen wir nochmal, was es auf uns zukommt. Zweite Schlacht von Lincoln und dann geht es mal wieder zurück
Aber das mache ich nicht mehr heute. Also die letzte Schlacht, die war jetzt recht lang. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal in den Feierabend. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.